willkommen. Schöne Grüße aus Dortmund. Mein Name ist Michael Stausberg. Ich bin einer der Geschäftsführer der Virtik und werde in den nächsten erstmal 20 Minuten versuchen, Ihnen die Zeiterfassungslösung von Virtik und die Zusammenarbeit von Virtik mit Dativ zu erläutern. Ich will mal einsteigen mit einem kurzen Rückblick. Seit 2004 gibt es uns am Markt und seitdem werden im Wesentlichen über mobile Erfassungsgeräte, aber auch stationäre, dazu komme ich gleich, Arbeitszeiten erfasst. Und was uns seit 2004 abhebt, ist die sogenannte servergesteuerte Zeiterfassung. Das heißt, das, was ein Mitarbeiter, ein Beschäftigter, eine Beschäftigte, die über ihr Gerät Zeiten erfassen möchte, auf dem Handy in den meisten Fällen sieht, ist das, was vom Server gesteuert wird. Das heißt, man kann das konfigurieren, man kann für jede Firma, für jeden Anwendungsfall genau festlegen, wie der Erfassungsdialog laufen soll. Das ist am Anfang 2004 über die guten alten, wer sich noch erinnert, Siemens-Handys, BenQ-Handys oder hier Nokia-Handys gelaufen. Dann kam der BlackBerry irgendwann, dann kamen die ersten Android-Smartphones und iPhones. Und was Sie rechts sehen, ist die App, wie sie heute existiert. Wenn heute Interessenten auf uns zukommen und sich für unsere Zeiterfassungslösung interessieren, gibt es eigentlich immer zwei Gruppen von Interessenten. Die einen sind diejenigen, die sagen, wir brauchen eine Zeiterfassungslösung einfach wegen der gesetzlichen Anforderungen, die sich aus den Urteilen der letzten Jahre ergeben haben, also vor allen Dingen aus dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 22, was im Wesentlichen darauf hinausläuft, jeder Beschäftigte oder das Unternehmen hat sicherzustellen, dass jeder Beschäftigte seine Arbeitszeiten erfasst, und zwar alle Arbeitszeiten und unabhängig davon, wo er sie erbringt. Und das bedeutet, dass solche Interessenten nach Lösungen suchen, wo Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, die Arbeitszeiten zu erfassen. Das heißt, im einfachsten Fall, im Büro zum Beispiel, im Lager, also an stationären Arbeitsorten, würde dann in unserem Fall das Terminal zum Einsatz kommen. Das wird Sie nicht überraschen. Mitarbeiter melden sich mit einem Transponder, einem NFC-Tag am Gerät an und können Arbeitsbeginn, Pause, Feierabend dort buchen. Nicht überraschend, das können Sie sich vorstellen. Spannender ist die Erfassung an solchen Orten oder an wechselnden Orten, also auf Baustellen, auf Montage, bei Mitarbeitern, die sowohl im Büro arbeiten als auch draußen. Denn da muss man sehr flexible Erfassungsmöglichkeiten bieten. Und da kommt dann eben die mobile Zeiterfassung zum Tragen. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen, was Sie gleich hier, ich muss kurz das Fenster. Sekunde. So, das mache ich auch weg. So. Und jetzt sollten Sie eine Oberfläche sehen, die exakt so aussieht, wie sie auch auf jedem Smartphone erscheinen würde. Das heißt, das ist eine Web-App in diesem Fall. Gibt es auch als Smartphone-App, aber das ist eine Web-App, die exakt genauso aussieht. Wir haben die Kollegin Saskia Dahlmann hier in diesem Beispiel. Und was Sie hier sehen können, die Kollegin hat zuletzt gebucht die Ankunft am Projekt Rheinhafen Düsseldorf am 7.11., also heute um 21:15 Uhr. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Kollegin möchte die Baustelle wechseln, also zu einem anderen Projekt fahren. Dann macht sie nichts anderes, als auf Zeiten erfassen zu klicken und dann zu sagen, was möchte ich tun? Ich fahre zum nächsten Projekt zum Beispiel, das wählt sie aus, klickt auf Senden und bekommt jetzt eine Auswahl von Projekten, auf die sie buchen kann, die für sie zugewiesen sind. Wir wählen mal die Siloanlage Duisburg als Beispiel nur, schicken das ab und damit ist die Buchung bereits erfolgt. Das heißt, dieser Zeitstempel, der soeben erfolgt ist, ist auf dem Server bereits gelandet. Und wenn sie nach einiger Zeit an der Baustelle beim neuen Projekt angekommen ist, klickt sie Ankunftsprojekt, sagt wieder senden. Irgendwann wird sie vielleicht Feierabend machen wollen, klickt auf Feierabend. Wichtig an dem, was ich Ihnen gerade zeige, ist eigentlich nur oder insbesondere, dass das, was hier als Buchungsmöglichkeiten erscheint, immer ein Dialog ist. Und das lässt sich eben anpassen für jede Firma. Ich wiederhole mich so ein bisschen, aber das ist der zentrale Punkt, dass man sagen kann, welcher Mitarbeiter muss welche Buchungsmöglichkeiten haben. Denn so stellen wir sicher, dass alle Daten, die man für die Abrechnung, die geht es nämlich nachher, braucht, vollständig sind, dass es keine Doppeleingaben gibt und dass alle Eingaben plausibel und schlüssig sind. So, Feierabendprojekt, wir senden auch das ab, damit ist der Arbeitstag für die Saskia Dahlmann erledigt. Jetzt sind diese Daten gebucht und wir können mal schauen, wie das auf dem Server nun aussieht. Ich schließe dieses Fenster und schaue mal in den Stundenzettel von der Saskia Dahlmann.
Warten Sie eine Sekunde, da bin ich direkt im falschen Fenster gelandet. So. Und ein Zettel. Hier haben wir den Stundenzettel, wie er vor wenigen Minuten ausgesehen hat. Das sind die Tage dieser Woche, vom 4., 5., 6. bis heute zum 7. Und zeilenweise sehen Sie jeweils die Zeitabschnitte. Das heißt, bisher erfasst sind jetzt die Zeiten bis 10:13 Uhr, wo Sie sehen können, in welchem Zeitabschnitt hat sie gearbeitet, in der Firma gearbeitet, wann waren Fahrzeiten, wann waren Pausenzeiten. Hier werden die Zeiten aufsummiert. In der schwarzen Zeile sehen Sie hier die Summen für die Anzahl der Stunden, also Anzahl aller Stunden, die Summe der Lohnstunden, die aufgelaufenen oder erfassten Pausen, im Vergleich dazu die Sollzeiten und daraus ergeben sich natürlich die Überstunden. Das heißt, dieses Dokument, dieser Stundenzettel, der bei jedem Unternehmen sehr anders aussehen kann. Es gibt Unternehmen, die gar keine Baustellen oder Projekte unterscheiden, die einfach nur die Arbeitsbeginn und Arbeitsende erfassen wollen. Oder eben Unternehmen, die sehr viel mehr Informationen erfassen wollen, wird dieser Stundenzettel sehr unterschiedlich gestaltet sein. Entscheidend ist, für die Dokumentation der Arbeitszeit ist das natürlich in jedem Fall vollkommen ausreichend. Kommen wir also zurück zu der anderen Gruppe von Interessenten. Die links haben wir jetzt betrachtet. Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Mindestlohngesetz, alles abgefrühstückt. Aber rechts ist eigentlich der spannendere Bereich, denn es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die kommen mit sehr spezifischen Anforderungen, die von einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigtengruppen geäußert werden. Beginnen wir mal mit den einfachen, mit den Beschäftigten, die Arbeitszeiten erfassen, die vielleicht heute die Stundenzettel führen. Die wünschen sich in vielen Fällen eine Vereinfachung der Erfassung. Also weg vom Stundenzettel, weg davon, irgendwelche Dokumente handschriftlich auszufüllen oder Excel-Tabellen zu führen oder ähnliches. Da haben Sie gerade die Lösung gesehen, entweder am Terminal zu erfassen, am PC zu erfassen oder mit der App zu erfassen. Die wünschen sich aber auch, und das kommt häufig von Betriebsräten oder Personalräten, eine transparente und eine gerechte Datenerfassung. Und was Transparenz angeht, ist es natürlich so, dass jeder Mitarbeiter selbst Zugang hat zu den Daten, die erfasst worden sind. Jeder Mitarbeiter hat also Zugang zu seinen eigenen Zeitstempeln. Das kann er entweder in der App einsehen oder er kann im sogenannten Mitarbeitermenü seine eigenen Buchungen einsehen, er kann seine eigenen Stundenzettel einsehen, er kann auch die Auswertungen einsehen, die erzeugt werden, auf die komme ich ja gleich noch. Wichtig ist, Mitarbeiter haben im Prinzip die gleichen Sichtmöglichkeiten, nicht Bearbeitungs-, aber Sichtmöglichkeiten wie die Mitarbeiter im Backoffice. Und was die Gerechtigkeit angeht, auch das ist ein Punkt, der häufig von Betriebsräten genannt wird. Also wir möchten sicherstellen, dass alle Mitarbeiter gleich behandelt werden, dass es keine Bevorzugung oder Benachteiligung zwischen Mitarbeitern gibt. Dafür sorgen wir erstens dadurch, dass natürlich die Zeitstempel, dass die Zeiten für die Zeitstempel vom Server erfasst werden und nicht etwa auf den Endgeräten. Das heißt, wir haben eine objektive Zeiterfassung und es gibt eine sogenannte Plausibilitätsprüfung der Standortbestimmung. Das System kann, das ist eine Option, die von ca. 80% der Kunden genutzt wird, kann anhand der GPS-Daten verifizieren, ob ein Mitarbeiter, der zum Beispiel auf einer Baustelle zu arbeiten beginnt oder die Arbeit beendet, ob der sich im Moment der Buchung auf der Baustelle befunden hat oder in der Nähe der Baustelle befunden hat oder eben nicht. Diese Option, wie gesagt, wird in ca. 80%, schätze ich, der Unternehmen genutzt. Die Geschäftsführung interessiert sich häufig dafür, Anwesenheiten live zu sehen. Da will ich Ihnen kurz zeigen. Natürlich können die Zeitstempel, die auflaufen, sofort visualisiert werden. Und in dem Fall haben wir hier das von uns sogenannte Cockpit. Die blauen Mitarbeiter sind diejenigen, die heute schon gebucht haben. Sie sehen hier also jeweils für jeden Mitarbeiter dessen aktuelle Arbeitssituation. Wer ist im Büro? Wer ist beim Kunden? Wer ist auf der Baustelle? Und wenn ja, auf welcher Baustelle? Eine sehr schnelle Möglichkeit, die Anwesenheiten live zu verfolgen. Und auch bei Abwesenheiten zu schauen, wer ist krank oder wer hat möglicherweise Urlaub. Eine weitere Anforderung der Geschäftsführung ist eine tagesaktuelle Kostenrechnung. Das heißt, wenn ich die Zeiten schon auf dem Server habe, dann möchte ich doch bitte schön, so ist der Wunsch, möglichst aktuell auswerten können, welche Zeiten, welche Stunden auf den verschiedenen Projekten, Kostenträgern, Kostenstellen und so weiter aufgelaufen sind. Das lässt sich natürlich sehr leicht abrechnen, das lässt sich tagesaktuell abrechnen. Im Vertix-System, das versuche ich gerade den entsprechenden Bericht zu finden. Blöderweise habe ich die Leiste davor.
Gut, Sie können sich das vorstellen. Es gibt einen Bericht, der ausweist, ich kann ihn gerade nicht aufrufen, weil das Zoom-Panel davor steht, der ausweist die Zeiten jedes Mitarbeiters pro Baustelle, Kostenstelle, Kostenträger und so weiter, unterschieden nach Zeitarten, also Fahrzeit, Arbeitszeit, Arbeitszeit in der Bereitschaft, was es da alles geben mag. Und natürlich pro Tag. Und wenn Sie umfangreichere Daten haben, also sagen diese viele Mitarbeiter auf einem längeren Projekt, dann kann es erst natürlich Sinn machen, die Daten sowieso regelmäßig ans ERP-System zu exportieren. Dafür gibt es Webservices, die also täglich die Daten an an die Branchensoftware oder das ERP-System exportieren. Oder Sie nutzen ein Excel-Plugin, das wir zur Verfügung stellen, wo Sie also regelmäßig oder dann, wenn Sie es benötigen, die Daten, die auf den Wirtix-Servern liegen, herunterladen können und in Excel dann nach Belieben weiterverarbeiten können. Hier können Sie zum Beispiel die Zeitstempel, die berechneten Zeiten, also Zeiten je Baustelle oder Projekt, aber auch die Lohnbuchungssätze, die typischerweise ans Lohnprogramm gehen, exportieren und nach Belieben auswerten. So, geringer Aufwand, natürlich eine wesentliche Forderung der Geschäftsführung. Damit darunter verstehen wir oder auch der Kunde, es soll möglichst wenig Einrichtungsaufwand geben, es soll möglichst wenig Pflegeaufwand geben und beides erfüllen wir dadurch, dass wir die Einrichtung des Systems nicht dem Kunden überlassen, sondern es handelt sich ja hier um eine Software as a Service, also eine Cloud-Lösung, sondern dass unser Kundendienst eigentlich alle Arbeiten abnimmt, die mit der Einrichtung des Systems zusammenhängen und mit der fachlichen Pflege des Systems. Das heißt, wir, der Kundendienst, nimmt sämtliche Anforderungen von Ihnen auf. Welche Arbeitszeitregeln haben Sie? Welche Mehrarbeitsregeln gibt es bei Ihnen? Wie rechnen Sie Auswärtstätigkeiten ab? Heißt Auslösung, Spesen, Fahrgelder, Wegezeitentschädigung und so weiter. Und all das konfigurieren wir für Sie oder für den Kunden im System, damit Sie, also die Projektleiter, die Buchhalter, sich darauf beschränken können, die erfassten Zeiten zu kontrollieren, freizugeben, gegebenenfalls zu korrigieren. Das ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, in welcher Weise wir Sie da entlasten von der Einrichtung. Disponenten und Projektleiter haben auch Anforderungen an so ein System. Zum einen möchten die in vielen Fällen die Planung vornehmen können. Und dazu gibt es im Wirtix-System die sogenannte Disposition. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail einsteigen aus Zeitgründen, aber Ihnen kurz einen Überblick geben. Wir haben einen Kalender. In dem Kalender sind hier die Mitarbeiter aufgelistet. Und wenn ich einem Mitarbeiter eine Baustelle zu oder ein Projekt zuweisen will, einen Termin zuweisen will, ziehe ich einfach mit der Maus aus der Baustellenliste, die wir hier links sehen, einen Termin in den entsprechenden Tag hinein. Dieser Termin wird nun sofort bei der Kollegin, in diesem Fall Saskia Dahlmann, im Handy in ihrem Terminkalender erscheinen. Sie weiß also, wo sie zu erscheinen hat. Und er wird auch erscheinen in ihrer Auswahlliste im Rahmen der Zeiterfassung. Sie erinnern sich vorhin, sie konnte, als sie zur nächsten Baustelle gefahren ist, zum nächsten Projekt gefahren ist, aus einer kleinen Liste auswählen. Und die würde nun um einen Punkt erweitert werden. Eine zweite wichtige Anforderung, die Projektleiter haben, ist natürlich die einfache Freigabe. Das heißt, bisher sind viele es gewöhnt, handschriftliche Stundenzettel auf den Schreibtisch zu bekommen, die dann manuell freigegeben werden müssen. Und das wird in Zukunft oder das wird mit Wirtix anders laufen, denn da kriegen die Bauleiter die Möglichkeit oder Projektleiter die Möglichkeit, die gestempelten Zeiten, hier sehen Sie die Zeiten von der Frau Dahlmann bis gestern, entweder ich muss gerade kurz dieses Fenster schließen. Entweder freizugeben, das kann ich machen, indem ich hier für den ganzen Tag alle Zeitstempel freigebe. Oder machen wir mal ein Beispiel. Ich sage, aus welchen Gründen auch immer, die Kollegin hat vielleicht um 17 Uhr bereits Feierabend gemacht. Bitte auf 17 Uhr korrigieren. Damit ist das gespeichert. Sie sehen, ich als Bauleiter oder Projektleiter habe zwar die Möglichkeit, Freigaben zu erteilen und auch Kommentare zu hinterlegen. Ich kann aber selbst die Daten nicht korrigieren. Darauf kommen wir gleich zurück. Kurzer Blick nochmal die Anforderungen.
Natürlich wollen Projektleiter auch aktuelle Projektzeiten haben, aber darüber habe ich eben schon gesprochen. Das ist die gleiche Anforderung, die auch Geschäftsführer haben, die möglichst zügig auf die tagesaktuellen Daten zugreifen wollen. Kommen wir nun zu den Lohnbuchhaltern, die die komplexesten Anforderungen haben, denn die möchten natürlich die aufwendigen, häufig aufwendigen manuellen Tätigkeiten loswerden, wie Stundenzettel einsammeln, Stundenzettel lesen, vervollständigen, Unplausibilitäten bereinigen, all diese Dinge beseitigen. Diese Anforderung wird gelöst dadurch, dass natürlich alle Zeitstempel im System vorliegen und eindeutig verarbeitbar sind. Man muss nicht warten bis zum Monatsende, um die Abrechnung durchzuführen, sondern man kann während des Monats bereits die eingegangenen Zeitstempel bearbeiten, darum untermonatliche Abrechnung, also schon vorbereitende Tätigkeiten durchführen. Aber vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zum Kern, kann man die Lohnvorbereitung automatisieren. Ja, ich habe einen Punkt gerade übersprungen. Sorry, das muss ich nochmal in die. Ich hatte Ihnen nämlich gerade gezeigt, wie der Bauleiter eine Korrektur vor, einen Kommentar anlegt und muss nun noch ergänzen, dass jetzt in meiner Rolle als Lohnbuchhalter ich jetzt diese Kommentar des Bauleiters sehe und ich nun die Möglichkeit habe, mit meinen entsprechend erweiterten Rechten genau diese Korrektur vorzunehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Vier-Augen-Prinzip realisiert. Der eine prüft und gibt frei oder kommentiert. Der andere kann es dann korrigieren. Dieses Vier-Augen-Prinzip ist in Großunternehmen Standard in unserem System. Und bei kleineren Unternehmen ist es so, dass diese Funktion von einer Person übernommen wird. So, damit sind die Daten eingegeben. Was ich jetzt nicht gezeigt habe, der Vollständigkeit halber erwähnen möchte, ist, es gibt eine Fehlzeitenverwaltung. Das heißt, man muss natürlich die Krankheiten und Urlaube ebenfalls im System erfassen. Es gibt eine Urlaubsantragsverwaltung, also Mitarbeiter können über das Smartphone Urlaub beantragen, der dann einen Workflow durchläuft. Das bitte im Hinterkopf behalten. Nun haben wir alle Daten zusammen. Wir haben die Zeiten, Zeitstempel, Arbeitsorte, Reiseziele erfasst. Wir haben die Abwesenheiten erfasst und können nun auf Basis dieser Daten die Löhne komplett vorbereiten, denn es liegen alle Informationen vor. Auch für die Reisekostenabrechnung, also Auslösung, Spesen und so weiter, liegen alle Daten vor. Wir kennen die Arbeitsorte, wir können daraus gegebenenfalls Reiseentfernungen berechnen, wir können Entfernungszonen ermitteln, wir kennen gegebenenfalls, falls die Kollegen im Ausland waren, das andere Land und ermitteln daraus alle im System hinterlegten, möglicherweise unternehmensspezifischen Sätze für Auslösung, Spesen, Wegezeitentschädigung, was wir da alles haben und können die zudem noch steuerlich bewerten. Und all das führt dann natürlich zu Buchungen auf Arbeitszeitkonto, zu Stundenzetteln, die haben Sie eben schon gesehen, aber eben auch zu einer Reisekostenabrechnung, wo all diese Daten zusammengefasst werden. Wenn Sie sich dafür interessieren, kann ich Ihnen eine Seite auf unserer Homepage nahelegen, die jetzt viel zu weit führen würde, aber das können Sie sich gerne anschauen. Und zwar, den Link stelle ich gleich in den Chat nach dieser Sitzung. Finden Sie jedenfalls auf der Homepage hier und dort finden Sie dann ein Video, in dem erklärt wird, wie die Zeiten erfasst werden und wie sie aufbereitet werden und darunter finden Sie dazu passende Berichte. Und ich will nur einen dieser Berichte kurz zeigen, nämlich die Prima Nota. Denn was Sie hier sehen, sind die Daten, die letztlich auch als Lohnprogramm, also LODAS oder Lohn und Gehalt, übermittelt werden in Form einer ASCII-Datei. Hier finden Sie alle für das Lohnprogramm relevanten Informationen hinsichtlich der Abrechnung der Zeiten und der Auswärtstätigkeiten. Letzter Schritt und wichtigster Schritt aus Sicht von DATEV natürlich ist der Export der Daten auswärtig nach LODAS oder Lohn und Gehalt. Der läuft zurzeit so, dass eine ASCII-Datei aus dem Programm, aus dem Kundenmenü von WIRTEC heruntergeladen und anschließend in LODAS oder Lohn und Gehalt importiert wird. Das passiert typischerweise monatlich. Das wird künftig anders laufen oder alternativ laufen, und zwar über den Lohnimport-Datenservice. Das heißt, dann wird die entsprechend berechneten Buchungssätze werden dann nicht mehr heruntergeladen und importiert, sondern werden gleich ins DATEV-Rechenzentrum geschickt, von wo aus dann der Steuerberater zum Beispiel die Daten nach DATEV, LODAS oder Lohn und Gehalt herunterladen kann. Das war jetzt ein paar Fortschritte durch die Software.
Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben eine konfigurierbare Zeiterfassung. Das heißt, wir können für alle Unternehmen sämtliche Betriebsabläufe, sämtliche betrieblichen Gegebenheiten, die erforderlichen Zeiterfassungslogiken einbinden. Alles ist transparent und objektiv. Das hat also wenig Stress mit Personalvertretungen. Projektleiter greifen auf eine tagesaktuelle Kostenrechnung zurück und vor allen Dingen die Lohnbuchhaltung wird sehr entlastet dadurch, dass die Daten für LODAS und Lohn und Gehalt automatisch berechnet werden. So, und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.